So, da sind wir wieder. Ich habe offscreen mal alles nochmal abgeguckt. Also, ich habe jetzt nichts gesehen irgendwie. Wir fragen nochmal die Alte. Haben Sie vor, noch mehr von den Dingern abzuschießen? Ja, ich Ich bin. arbeite Ja. noch daran, aber ja. Da müssten ja hier noch irgendwo welche sein. Oder nicht? Lux. Jetzt ist er irgendwo wieder nach da hinten gerannt. Wo ist er? Natürlich. Hallo? Oh. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Der hat jetzt mindestens schon 4 Giftpfeile intus. Und wo versteckt er sich? Ich habe das Gefühl, den kann man hier gar nicht umbringen, oder? Und ich muss nochmal bei dem Rendering gucken. Das ist die Audio, die ist schon 200 MB groß. Also das heißt, mit dem Video, das das Gigabyte hat, ist doch realistisch. Rabbit. So, gehen wir mal nach oben zu den Kollegen. Mal sehen, was wir bekommen. Vielleicht kriegen wir auch gar nichts, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, wo war der? So eine. Das nehmen wir mal mit, das werden wir nicht mehr brauchen. Irgendwo da oben, ne? Da. Hier ist eine Höhle. Brenne! Puh! Der brennt nicht. Also er brennt schon, aber... Ist er tot? Pilze fehlen. Ah, da liegt er ja.
Da sind Pilze. Nein, X wollte ich drücken. Da haben wir noch was, da haben wir auch noch Pilze. Ich habe das Gefühl, das hat es gar nicht gebracht, jetzt hier reinzugehen. Scheiße. Na ja, gut, egal. So, dann gehen wir aber mal jetzt nach oben. Zu den Kollegen. Wie sieht der Außenposten jetzt hier aus? Oh ja, ein bisschen hübscher, aber... Sind Sie schon am unteren Turm gewesen? Ja. Ich habe die Vorräte beim anderen Turm gelassen. Dieser hier scheint fertig zu sein. Ist er, dank Ihnen. Jetzt sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil. Wir brauchen, was wir kriegen können. Sie sollten auf den Turm klettern, dann haben Sie einen besseren Blick über das Tal. Alles klar, aber... Erstmal machen wir das da. Einfach mal hier ein paar Karnickel aufhängen. Das geht mal gar nicht. Hallo. Hallo. Was Sie auch suchen, das können wir nach dem Kampf besprechen. Ja, viel besseren Blick hat man aber auch nicht. Komme ich denn von hier runter jetzt? Für was ist denn das Ding? Nimm mal die schnelle Variante. So. Und jetzt. Halt! Da ist sie. Ein Dröhnchen. Wie immer. Mit Pfeil bin ich besser, kann das sein? So, eine fehlt noch. Wo könnte die sein? Bei der alten unten schätze ich nicht. Jetzt höre ich eine Quelle eher. Wir gehen mal zu der alten oben. Vielleicht finden wir ja bei... Vielleicht ist sie ja bei der. Da oben im Turm war die, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Und wir brauchen mal ein bisschen Munition langsam. Oh, da haben wir aber eine ganze Menge gefunden. So, erstmal im Lager. Mal alles an Munition erstmal wieder herstellen. Wenn wir was herstellen können. So. Alles klar. Jetzt müssen wir mal zu der nach da oben. Die war da in dem Turm, oder? Willkommen zurück. Guten Tag. Sie waren also in einigen der alten Gräber. Jo. Ja, aber ich glaube, alle habe ich noch nicht gefunden. Sie haben noch ein Geheimnis entdeckt, stimmt's? Und ich habe noch mehr Münzen für Sie.
gut. Von hier oben kann man eigentlich ganz gut was sehen, aber ich sehe jetzt hier auch nichts. Oh, der andere Turm ist auch schon fertig. Wunderbar. Aber Moment, ich gehe mal ganz nah ins Mikro ran, dass ich was mehr am Bildschirm sehe, aber ich sehe... keine Drohne. Wir hatten zwei dort unten, eine dort oben, da muss doch die andere noch ganz unten sein, oder? Oder liege ich da falsch im Gedanken? Jetzt hier rein. Das ist voll. Fette Tür. Ah, die können wir aufmachen. Na los, hör mal. Reiß die Mauer ein. Oh, ich sehe die Schnur. Hä? Ah ja. Einfach die Fresse halten. Weil komme ich an die Schnur so dran? Ah ja. Aurora, die Ärztin. Griechisch Level 4, würde ich sagen. Oh, Karte. Der Weg nach Gitesh war lang und hart. Schwäche, Krankheiten und Verletzungen waren alltäglich. Aurora war eine Gläubige, die die Lehren des Hippokrates und der großen römischen Heiler kannte. Dank ihr haben so viele die Reise nach Gitesh überlebt. Es ist ihr Vermächtnis, dass das Wissen des Heilens unter den Gläubigen immer noch weitergegeben wird. Okay. Ich sehe gerade, das Rendering ist fertig. Moment, ich gucke jetzt mal aus Spaß einfach, wie groß diese Folge ist. 13, 10, 12, da. 2,2 Gigabyte. Ist trotzdem eigentlich recht wenig im Verhältnis, was ich die letzten Male an Aufnahmedaten hier hatte. Da ist etwas in Gold hier reingemalt und Lara bockt das nicht? Teer? Was brauchen wir denn Teer? Scheint hier ein Grab zu sein, das alte. Ach nein, nicht schwimmen. Ein Grab. Antiker Bogen.
denn da drin? Ich denke mal, ich komme hier genauso wieder raus, wie ich reingekommen bin. Also gehen wir nochmal plungen. Wer war das, der da drin lag, frage ich mich. Und ich bin mir sicher, du fragst dich das auch. Die Folge war nur 2 GB groß. Ja gut, das ist schon eine ganz schöne heftige Komprimierung, wenn ich bedenke, dass die Aufnahmedatei selber 7 GB hat. Ja, trotzdem, die nächsten Folgen werden wieder lustig. Die hat auch schon wieder 7. Die gestrige hatte sogar 13. Halt, da waren wir noch nicht. Doch, natürlich, hier waren wir schon. Also, ich weiß absolut nicht, ob ich das kleiner kriege. Oder gibt es irgendwie so, ich sag mal, richtige Encoder oder sowas ähnliches? Weiß ich nicht. So, das haben wir. Aber wir haben immer noch keine Drohne gefunden. Halt, ich habe da gerade was aufsteigen sehen. Nee, um den Turm auch nicht. Einfach mal leise hier durch die Gegend laufen, dann findet man die schon. Die hört man ja. Das ist halt der Nachteil an Drohnen. Wirklich leise sind sie nicht. Willkommen zurück. Ey, ich war Grab. Sie waren also in einigen der alten Gräber. Ja, aber ich glaube, alle habe ich noch nicht gefunden. In dem Outfit sind die Brüste von Lara irgendwie kleiner, kann das sein? Hühnchen! Hühnchen, 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 Hühnchen. Also hier ist auch keine Drohne. Aber hier muss doch hier. Hier ist bestimmt eine. Gerade auf der Karte gucken. Gut, wenn wir da weiter hochgehen, hier geht's halt noch in das andere. Oh, das ist noch recht groß, ne? Wir gucken mal, da muss was. Wir gehen mal da hoch. Gehen wir mal gucken, bevor wir weitermachen. Sind wir da richtig? Nein. Doch. Gut, hier ist wieder das und dann geht's hier hinten ins Dorf rein. In das verbrannte Dorf. Ich hoffe, dass wir dort einen Teil finden. Was heißt ein Teil? Dass wir da die letzte Drohne finden, aber dann müssen wir wieder ganz runter zu der alten, ey. Schauen wir mal. Ich laufe den Weg hier nochmal so ein bisschen ab. Oh, Holz. Klar. Aber ich höre auch keine Drohne, gar nichts. Ich höre nichts. Weglaufen zum Beispiel. Ihr habt euch entschieden zu kämpfen. Das stand nie zur Wahl. Wir sind keine Feiglinge. Kannst du die Füße bewegen? So, dort geht's weiter.
Aber keine Drohne. Das heißt, die muss irgendwie noch unten sein. Alles klar, gut. Ich laufe den Weg aber jetzt nicht nochmal zurück. Das machen wir in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann morgen unten bei der Ollen. Oder jedenfalls unten, um die Drohne zu finden. So, in dieser Folge sind wir irgendwie nur rumgelaufen, weiß auch nicht wieso. Also ich muss mal gucken, dass ich in der nächsten Zeit der Aufnahmen, der Aufnahmen einfach mal ein bisschen besser was kriege, weil das kann ja nicht sein, dass wir hier ständig irgendwie einfach nur sinnlos rumlaufen und eigentlich nichts machen. Gut, also wir sehen uns dann unten. Da müsst ihr nicht nochmal alles sehen, wie ich da runterlatsche. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.